Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19 hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar spielen wir in der Journey weiter mit Daniel Williams. Wir gucken mal, was wir an diesem Tage hier so zu tun haben. Ich regle mal hier meine Stimme ein bisschen runter. Ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen nicht wundern. So, wir sind wieder am Start und ich gucke, was wir machen müssen. Wir sind in Manchester und spielen gegen FC Bayern in der Startelf. Alles klar, Leute, ich hau euch kurz das Intro raus. Wir sehen uns gleich. Alles klar, wir wollen mal gucken, wie das Ganze hier vonstatten geht. Wir haben hier eine Geheimaufgabe, spiele alle, schalte alle Anspielstationen, Spielereigenschaften frei und noch eine Geheimaufgabe. Schalte alle Anspielstationen, Spielereigenschaften frei. Das sind noch zwei Sachen und ich glaube, eine davon ist gesperrt oder beide sind gesperrt. Und dann müssen wir mal gleich, wenn wir hier zu Ende gespielt haben, gucken, was da so geht. Ob da irgendwie jetzt was freigeschaltet ist oder freigeschaltet zum Kauf natürlich. Ne? Also wir müssen das natürlich selber noch freischalten mit unseren Skillpunkten. Im Vorfeld dieser Partie ist wieder viel diskutiert und gesprochen worden über die Geschichte dieser Begegnung. Das war geil. Das macht so, es direkt mal einen Einwurf rausgeholt. Natürlich nicht einfacher. Wir spielen trotzdem so mal zurück. Halt, Wolf, wenn diese beiden absoluten Weltklasse-Teams aufeinandertreffen, da steht so viel auf dem den Spiel. Gesang hier finde ich geil von das den Zuschauern. Ding darfst du eigentlich nicht verlieren. Wir nehmen uns mal den dicken, fetten Heber raus, alter Vater, war der geil. Und oh. Gut zum Ball, forst den weg. Hätte sein können. Aber der Heber war nett. Der Heber, er war nett. Patz. Matic. Guck dir das an. Guamata. Ball geht in Richtung Danny Williams. Oh. Was für ein Riff. Der passt. Alexis Sanchez. Der war nicht schlecht, ne? Der war nicht schlecht. Schade, dass wir den nicht selber gemacht haben, Mann. Aber. Das zeichnet einen echten Torjäger aus. Er steht genau da, wo der Ball hinspringt. Patz. Ah, nachdem der Torwart den ersten Ball festhalten konnte, da reagiert er am schnellsten. Schade, ey. Ich hätte Führung den echt gerne mit Danny Williams Manchester gemacht. United. Bayern an dieser Stelle hier. Mega schwach. Boateng. Kommen die mir hier gerade vor. Thiago, Javi Martinez jetzt. Lewandowski. Lewandowski. Oh, die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ganz einfach an den Ball gekommen. Oh, vom Fuß. Oh. Das shit, da habe ich einen Fehler gemacht. Hin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Hallo? Super, steht der da voll easy da rum, ey? So. Klasse Zuspiel. Dann wollen wir mal laufen, ne? Nee. Da geht Boateng dazwischen. Scheiße. Aber Danny Williams ist übel schnell. Meine Nase juckt. Das nächste Mal werde ich da einfach einen flachen Ball spielen. Lewandowski. David Alaba. Ganz weit in den Raum. Oder vielleicht halb ich weit in den mal Raum. So, David Alaba weiß im Moment noch gar nicht, wie gut er wirklich ist. Ja, also da wird es auf jeden taktisch, Fall. Athletisch ist er eh da wird es auf jeden Fall dann rappeln. Zeit versucht er sich aber auch noch als Distanzschütze, vor allem bei Freistößen. Na komm. Und das, ja, jetzt. Muss man sagen, auch erfolgreich. Danny Williams im Abseits. 6,4. Vom Timing her passt das nicht. Einfach das ist echt schlecht. Losgelaufen. Einfach zu früh losgelaufen. Ich habe echt beschissen gepasst an dieser Stelle. Hätte ich einfach warten sollen können. Thiago, ich habe es ja gesehen jetzt sogar, aber egal. Javi Martinez jetzt. Macht nichts, schlechtes Timing auch noch an. Start kriegt hier Pupp. Fehlpass, Ramez. Wir müssen definitiv ein Tor schießen. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Mit Dani. Alexis könnte gehen. Ja, sie versuchen es weiter. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Scheiße, und jetzt geklärt. Müssen Münchner aufpassen. Das heißt es Ecke. Gibt Eckball. Ich mach mal hier und an meiner Stelle. Und das Tor sehen wir nochmal in der Wiederholung. Gut abgewehrt zunächst, aber dann trotzdem das Tor. Vielleicht mache ich sogar hier an dieser Stelle einmal ein bisschen leiser. Vielleicht ist es ein bisschen zu laut gewesen. Ich hoffe, man hat jetzt nicht gesehen. Egal, wir schießen die Ecke. Wo ist das Gedöns hier? Schießen wir ja schön auf Danny Williams. Ecke, Marta. Danny Williams! Pha! Sie haben diese Partie jetzt doch. Alter, der Typ ist echt krass mit Kopfbällen, ey. Ohne Scheiß. Wie gesagt, 1,94 Meter, ne? Fast 2 Meter, Alter. Das Tor von Manchester United schauen wir uns nochmal an. Da kommt er mit dem Kopf dran, die Ecke kam aber auch genau auf den Punkt. Nicht schlecht, war nicht schlecht. Das 2-0, Führung ausgebaut. 2-0, das erste Tor für Williams. Unsere Bewertung ist echt krass gestiegen. Boateng. Und Thiago. Kimmich. Und Puff. Pogba fängt diesen Pass ab. Puff.
Und der Heber, meine Damen und Herren. Super Timing, den Ball holt er sich. Hinspiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. So, ach, das ist erst das Hinspiel. Unser Blick dann ja schon in, oh, hier, Robben. Sieht man direkt die alte. Auf dem Rasen. Die sind hochkonzentriert. Die alte. Heute gilt's. Heute dürfen Dauerwelle. Wir einen Aussetzer erlauben. Und Javi Martinez. Nee, so nicht, Digga. Oh, so auch nicht. Da haben wir gerade noch. Oh, hier ein massives Geplänkel. Ach, aber nicht so. Aus dem Schuss wird im Mittelfeld vor unserem Strafraum. Dafür ist er einfach zu hoch. Slightly. Okay. Patz. Weg ist der Ball. Noch hapert's beim Abschluss. Away is the ball. Ja, gut. Ribéry im Vorwärtsgang. Ha. Lewandowski jetzt am Ball. Oh, jetzt wollen sie aber wissen, ne? Jetzt, sie wollen wissen. Ribéry. Der Ballverlust. Mach doch mal so. Das ist ja krass. Auf die andere Seite. Schade. Haha. Mata. Jetzt Ander Herrera. Und? Und jetzt die Chance. Oh! An die Latte! Oh! Junge! Fast getroffen. Sie alter Schwede! Das war krass. Ja, ja, nicht so. Große Mühe, den Ball abgefangen. Durch die langen Bälle kann nur ich spielen. Was? Nach der ersten da pfeift er ab. Sie hier in diesem Viertelfinale hinspielen. Heftig. Voll unter die Latte geballert. Alter Vater. Echt, kurz vorm Ende wäre das noch ein krasses Ding gewesen. Und jetzt geht's aber egal, weiter komm, mit dieser Begegnung. Wir ölen weiter, wir experimentieren mal ein bisschen. Wir versuchen mal ein paar Weitschüsse jetzt gleich. Die Sache mit dem Heber funktioniert echt gut. Kann man auf jeden Fall gut usen. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir mal diese Weitschussgeschichte. Wir haben da ja mit unserem Mentor Toni Kroos einiges geleistet. Ach, wir sind ja gar nicht. Alexis Sanchez jetzt. Alex Hunter. Williams. Klasse, okay. Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Robben. Schade. Aber wir können trotzdem ein paar Weitschüsse machen. Aha. Etwas Pech hatte er im ersten Durchgang. Fast hätte er schon zweimal getroffen, aber da war das Aluminium im Weg. Trotzdem. Das Aluminium, ja. Ein guter Auftritt. Oh, komm schon. Jetzt Arjen Robben. Pogba fängt diesen Pass ab. Nice. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Nee, nicht so. Ärgerlich. Das war echt beschissen. Wie schlecht. Dann spielen sie aber einen schönen Zickzack hier. Und Javi Martinez. Der geht wahrscheinlich. Ha! Kein guter Pass. Weg ist der Ball. Ich wusste. Wird's jetzt gefährlich. Gute Nein! Aktion. Warum? Das war mein Fehler. Hier mal den Dings, kennt ihr das? Wenn ihr die KI blamen wollt dafür, dass ihr so schlecht spielt. So, jetzt habe ich den Ball wieder. Lauf doch! Du nicht! Bam! Neuer hält ihn! Klasse gemacht! Neuer hält ihn! Und Eckstoß für Manchester United. Kommen wieder hier rein, ein bisschen. Jetzt nee, es war zu. Super Parade, den Kopfball der war gar nicht so schlecht, alter Vater. Ja, so langsam habe ich's raus mit diesem. Mit dem linken Stick die Ecke richtig aufs Tor zu peilen. Wieder quasi. Ein guter Pass von ihm, nicht das erste Mal heute. Er ging irgendwie immer rüber. Oh, da muss ich mal kurz einen Foul provozieren. Hä? Vielleicht der Anschlusstreffer! Kein Tor! Ist es denn zu glauben? Und so wird's natürlich schwer, hier nochmal ranzukommen. Wie die immer rumgehen. Wenn Sie hier noch was mitnehmen wollen, müssen Sie nun komm schon. Reagieren. Das tut Leon Goretzka gegen Santiago. Egal, wir spielen den Ball ab, köpfen den Ball, haben ihn am Boden super und verlieren ihn. Perfekt. Robert Lewandowski. Robin. Okay, jetzt wird es doch tatsächlich echt fucking gefährlich, alter Schwede. Pam. Super gehalten eben in der Szene. Was für eine Aktion. Was für eine Aktion. Gott. Oh, abgefälscht. Ecke. Eckball für die Bayern. Ja, die wollen es wissen, ne? Sie brauchen ein Tor. Vielleicht können sie bei dieser Ecke verkürzen. Die Fans sind zuversichtlich. Boateng. Klasse Versuch hier nach dem Eckball. Der war fast drin. Da hat nicht viel gefehlt. Gute Aktion.
Jetzt wollen sie es echt Lingard wissen, Mann. Super. Alexis mit dem tollen Steilpass. Er schießt. Was war das denn für eine fucking Eierpfeile? Scheiße, ey. Junge, Junge. Zaghaft wie so ein Zierfisch. Ribéry. Das geht so nicht. Da muss nächstes Mal ein richtiger Hammer hinterhängen, alter Vater. Ja, der hat einfach die nötige Kreativität. Der kann besondere Dinge versuchen und machen. Und solche Spieler brauchst du vor allem gegen tiefstehende Gegner. Tiefstehende Gegner. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. 8 Minuten jetzt noch. Ja. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Alter, die sind fucking aggressiv hier. 2 Tore. Wollen sie hier wieder den sogenannten Treffer am Schluss machen, den die Bayern immer so raushasseln? Die Bayern im Vorwärtsgang. Machen die hier Hackentricks und so ein Schiert, Alter. So, Pass. Geklärt nach dieser Reingabe. Lingard. Danny Williams. Platz für Alexis. Williams. Komm schon. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh. Gut aufgepasst und geklärt hier von David. Aber egal, wir haben noch ein paar Punkte. Das ist ein schönes Passspiel. Bisschen konzentriert gerade am Ball gewesen. Es tut sich was an der Seitenlinie. Bayern bringt einen neuen Spieler. Genau. Okay. Und verlässt den Platz und Kingsley Coman kommt rein. Ja, und der kann natürlich jetzt nochmal für Impulse sorgen. Vielleicht. Jetzt kommt der Schuss. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Ey. Freude bei Danny Williams, Freude bei seinen Mitspielern. Voll das Lattenspiel. Der UEFA Champions League endet mit einem Sieg. Einem Sieg gegen die Bayern. Und das ist natürlich ein wichtiges Erfolgserlebnis. Gerade im Hinblick auf das Rückspiel, wo es dann sicher wieder spannend wird. Leistung abfrage, 8,2 Safe. Ich glaube, die hol dir eine Vorlage. Schade. Einzug ist vertagt. Brich den Bann, egal. Wir haben auf jeden Fall gewonnen, das ist das Wichtigste an dieser Stelle. Ne? Bin gespannt, was jetzt kommt. Ob Training oder ein Interview, ein Video oder ob wir wieder wechseln werden auf Kim Hunter zum Beispiel. Dort ist es immer irgendwie besonders schwer zu spielen. Ich weiß auch nicht, ob da irgendwie... Aber egal. Wir haben erstmal mit Danny Williams eine ganz gute Leistung erbracht. Wir sind auf 8,2. Transferwert ist auch gestiegen. 81 auf einem guten Weg zu 82, möchte ich mal behaupten. Ich frage mich, ich halte mal gerade die Fresse. Die Situation ist ja echt sehr spannend. Fresse halten. Dankeschön. Munching Crunchies. Er hat noch nicht mal mehr Cornflakes. Das ist jetzt 3 Monate her. Ist trotzdem noch lustig. Wie läuft's bei dir? Ach, ich geht. Und wie läuft's bei dir? Ich komme gerade vom Training. Hab Hausaufgaben ohne Ende. Ach, Hausaufgaben. Scheiße. Ja. Ist alles okay? Was? Oh, ja, klar doch. Ich wollte dich nur fragen, ob du was von deinem Bruder gehört hast. Oh, ja. Ich war neulich in Madrid. Also während der Ferien im März, weißt du? Oh, Ferien. Cool. Hat's dir gefallen? War komisch. Alex war komisch. Der ist jetzt ein Star. Er hat jetzt immer Leute um sich. Ständig hängen irgendwelche Typen an ihm dran. Geht mir auf die Nerven. Wow. Klingt wichtig. Schön für ihn. Echt ein Traumleben, oder? Vertrag bei Real, die eigene Marke, Megastar. Kann man ihm nicht vorwerfen, oder? Ja, du hast recht. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, klar doch, ja. Weshalb fragst du mich das ständig? Ich wollte nur wissen, was er macht. Werde ich doch wohl mal machen dürfen. Nein, sicher.
sicher, sicher. Also weißt du, ich muss los. Ich habe heute noch sehr viel zu tun und mächtig was los hier. Komm gar nicht richtig zur Ruhe. Ziemlich nervig, diese Sache. Also hör mal, danke, dass du angerufen hast. Also ich werde mich bei dir wieder melden, ja? Okay. Okay. Tja. Das nenne ich mal quere Situation. Haben wir noch ein Training am Start? Jo, alles klar. Dann sehen wir uns gleich nach dem Training. So, Freunde, das Training ist geschafft. Camperschüsse und Torwart überwinden haben wir, ich glaube, oder habe ich, schneid's ja immer raus, vor zwei, drei Folgen auch schon gemacht. Das heißt, wir werden auf jeden Fall heftig im Weitschuss punkten können mit Danny Williams. Also unter anderem. Jetzt wäre ich nicht verwundert, wenn noch ein Video kommt. Nein, wir spielen das Rückspiel direkt gegen Bayern München. XXL, Freunde, meine Damen und Herren. XXL, Freunde. Ballern, ballern, richtig. Direkt Hin- und Rückspiel gegen Bayern. Wolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie herzlich zu dieser Partie. Spannung pur in der UEFA. So, alles klar. Zwischen Bayern, FC Bayern, das Rückspiel hat United. Doch einfach mal der Bayer hier den Anschluss. Kaum noch erwarten. Gleich legen wir los. Im Vorfeld dieser Partie ist wieder viel diskutiert und gesprochen worden über die Geschichte dieser Begegnung. Nicht zuletzt über das Finale 99. Das macht es für die Spieler da unten auf dem Rasen natürlich nicht einfacher. Aber so ist das halt, Wolf, wenn diese beiden absoluten Weltklasse-Teams aufeinandertreffen. Da steht so viel auf dem Spiel. Das Ding darfst du eigentlich nicht verlieren. So gehen's. Ja, die ja, Bayern die Sülzen also hier. Ich lasse die erst immer ein bisschen erzählen. Das sieht nach einem 4-5 Freistoß, mehr nicht. Keine große. Bla, 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 bla. Rein, nun. Zack. Er war gar nicht frei. Oh, das war natürlich ein Kopfball echt übers halbe Spielfeld. Es geht mit dem Torwart. Lol. Herr Wolf, ein absoluter Ausnahmestürmer. Auf seine Tore. Ich möchte auch mal so einen glitchy Torwart-Moment haben in FIFA, ey. Das war echt scheiße. Zu ungenau von Ribéry, der Pass kommt nicht. Oh, das war aber echt scheiße angenommen hier, der Ball an dieser Stelle. Das könnte die Chance werden. Zack. Er passt gut auf. Locker geblockt. Ab nach unten. Nun, Alexis Sanchez. Für Sie dürfte es heute mitentscheidend sein, wie Sie Alexis Sanchez so bekommen, oder Buschi? So. Erstmal brutal schnell. Ander Herrera! Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Ich glaube, den hätte ich lieber zurückpassen sollen. Das war eine richtig gute Möglichkeit. Aber wir gucken mal, ob wir mit Wenny Dillions. Da zieht er ab. Oh, war das knapp. Ja, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen. Was war das denn? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Daneben, oh, ich habe den schon drin gesehen. Aber der Kopfball war mal wieder nicht schlecht. Alle so, oh. Was war das denn? Robben. Robben waren das? Lewandowski. Schlechter Witz, by the way. So, wir schießen mal ein bisschen nach vorne. Und kann klären. Ah, hat er den Ball nicht gekriegt. Oh shit, habe ich den Ball nicht gekriegt. Ribéry. Hey, hey. Wie können Sie Ribéry heute stoppen, Buschi? Ja, der ist schwer zu spielen, der Franzose. Sie müssen wir vertrauen einfach auf die Fehlpässe. Eng an ihm dran sein, dann kann es klappen. Ja, 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 dann wollen wir mal gucken. Da habe ich eine Lücke gesehen. Martin, super gemacht. Gefährlich. Und yes. Da ist das Ding. Pam. Ja, so kann es gehen, da ist das Tor. Und man hat wieder gesehen, wie man so das war easy. Aushebeln kann, wie man auch das war fast schon easy, aber gegen Bayern war es ja auch im Hinspiel schon easy. Also, so, da hätten wir also das ich denke, ich werde das Ganze auch auf eine ja, Rodriguez. Die Folge wird normale Länge haben. Maximal 20 Minuten. Hin- und Rückspiel so durchzuballern. Ist eigentlich eine gute Idee, das so zu machen. Boah, lauf mal schnell. Schade. Ich dachte, der hätte den Ball noch bekommen. Wir haben eine Bewertung von 8. Rodriguez. Das Spiel geht auch erst 30 Minuten. Haben wir schon unser erstes Tor geschossen. Oh. Zuh. Alter, ich... Ha, im Real Life müsste ich dem Typ voll übel in die Hacke gekickt haben. Jedenfalls sah das so aus. Das war schlecht. Javi Martinez. Schlechtes Timing, ja, wusste ich. Nun, Javi Martinez. Dass das jetzt wieder kommt, wollte ich damit sagen. Haha. So, einmal durch. Nun Alexis Sanchez. Noch einmal den Pass. Jetzt Williams.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Alexis, der war nett. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Oh, Ecke. Habe ich sogar lieber als eine Flanke, wenn ich ehrlich bin, jetzt mittlerweile. Da kann ich nämlich schön zielen auf den Kollegen, das war zu doll. Das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Schade. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Komm ich. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Alter. Jetzt von Ribéry. Des Todes. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Ich glaube, ich habe ihn übel von den Beinen geholt, alles Mann. Richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Blurry, bisschen. Ah, sie werden den Ball scharf reinbringen und gucken. Robin, könnte es machen. Robin! Das war knapp. Oh, ganz knapp vorbei. Das war echt knapp. So, wir peitschen das Team nach vorne. Wir spielen ab, flach auf den nächsten Mitspieler. Und dann bauen wir mal hier ein bisschen auf. Ander Herrera. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oh, das wäre safe abseits gewesen. Wenn der Ball vorne beim vorderen Spieler angekommen wäre. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Da kommt der Pass. Super Pass. Und Schuss. Alter. Er trifft die Latte. Der Tor. Und daneben, Alter. Alter Schwede, gegen die Bayern ist es aber auch ein richtiges Lattenspiel, ey. Batz, richtig davor geknallt. Egal. Whatsoever, Alter. Wir spielen weiter. Danny Williams schießt den Ball ein, tritt den Ball ein, stößt den Ball an. 45 Minuten dieses UEFA Champions League Rückspiels. So schön ausgespielt. Jetzt liegt so. Vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee der zu Der Kreative, zack! Mit der Chance. Und der Ball geht knapp über die Latte. Also normalerweise würde ich mich freuen, wenn irgendjemand sagt, der Ball ging knapp über die Latte. Weil wenn er an die Latte geht, ist es im Real Life noch schlimmer, ne? Und Jago. Gott, ey. Lass es so einfach sein. So, zack. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang gemacht hat. Das war schon überzeugend. So. Schöne Aktion. Und wieder zurück. Gute Aktion. Und da rein in den Schusskosten. Bam, 9,3. So langsam habe ich mich aber auch wirklich eingespielt. Scheiße, das ist viel zu low. So langsam habe ich mich auch wirklich eingespielt. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte aber komischerweise gegen die Bayern echt leicht. Die müssen in dieser Version von FIFA, was die Champions League angeht, ein wirklich, wirklich, wirklich schwaches Team sein. Weil, ja gut, ich kann natürlich... ich bin natürlich schon wieder im Gameplay drinne, kannst du so sagen. Eigentlich, wenn man das jetzt mal davon ausgehen würde, dass ich das nicht gemacht hätte. Aber, dass ich hier so leicht Tore schieße, weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt wirklich an den Bayern, weil davor war es echt mies. Und bei den Spielen mit Kim Hunter bin ich auch immer übelst am Saften, ey, ohne Scheiß. Ach guck, Anweisungen kriegen wir, 9,3, buha. Hol dir eins Vorlage. Einer der besten heute. Also irgendjemand anders muss ein Tor schießen und ich muss die Vorlage für das Tor geben. Okay. Das können wir versuchen. Oh, shit. Ohne große Mühe. Kein Problem. Das war eine richtig gute Chance. Da ist Martinez da. Ball abgefangen. Ball abgefangen. So, nach dem Game werde ich mir erstmal locker flockig was zu essen bestellen. Ins Gesicht, Alter. Den Körper rein und kann den Schuss blocken. Wichtig. Ist aber hier, also langsam wird es ja gefährlich hier, ne? Das war schlecht. Warum lerne ich nicht? Schon wieder der Ball von meinem Strafraum. Schon wieder weg. Eingabe. Schon wieder drin, schon wieder weg. Blablabla. Immer James. Wieder dasselbe. Tja, so ist das Spiel. Was laber ich denn hier? Jetzt kann er den Ball reinbringen. Alaba. Was für Alaba. So. Ja, das war knapp. Zack. Robert Lewandowski. Nee. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das war aber close, Alter, hier. So, wir versuchen das Ganze mal von oben. Wir warten mal ein bisschen. Ziehen noch einen dicken, verlieren den Ball, geil. Ball kommt an, das macht er gut heute. Er überzeugt heute als Passgeber. Lol. Spielen sie sich den Ball selber hoch, köpfen den Ball durch die Gegend. Es ist wirklich leise im Stadion. Ja. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Ja, sie scheinen wirklich geschockt zu sein. Keine Gefahr, der Torwart. Das war ein krasser Torschuss.
Junge, Junge, Junge. Oh, das war... Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Regulär. Jetzt Rames. Der Stern vor Rames Rodriguez ging so richtig auf bei der WM 2014 in Brasilien. Zack. Sechs Tor. Ja, ja, von da hinten aber, ne? Für die Münchner. Komm, der kriegt jetzt keine Karte. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er... Ja, vielleicht bin ich ein bisschen aggressiver hier am Start heute. Gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Freistoß aus der Distanz, aber ey, war nicht schlecht. Komm, nicht aber auf. Nicht die Gefahr. Genau. Und so bleibt's erstmal bei diesem Spielstand. Alles klar. Und wir sind weit im Strafraum des Gegners. Alaba. Jetzt würde ich ganz gerne mal auf die andere Seite wechseln. Oh, das war mehr Glück als Verstand. Das war wieder schlecht. Meine Güte. Und gleich gibt's hier die Auswechslung bei den Münchnern. Schon wieder der geile Gesang hier am Start. Die Münchners machen Druck. Abgewehrt. Kopfball. Goretzka. Wieder abgewehrt von dem Gegner diesmal. Fängt und Ball diesmal ab. Meiner Wenigkeit. Oh. Einwurf jetzt. Das war aus. Es tut sich was an der Seitenlinie. Fucking, das war Linie. Ach so. So ist es für mich sehr schön. Verlässt das Spiel. Da habe ich ihn gesehen und da tolles oben. Zuspiel. Alexis, die Riesenchance. Bam, Alter. Was ein Fund. War hier die Vorbereitung des Angriffs und dann war hey, da habe ich den Pass aber auch. Eins gegen verdammt gut angesetzt, möchte ich mal behaupten. Mit diesem späten guck dir mal den Pass an. Hier. Pam, ja, übers halbe Spielfeld. Pam, direkt angenommen, ey. Habe ich ihm jetzt mit Danny Williams die Vorlage gegeben? Ich glaube ja, ne? Ich habe oben rechts den Balken gesehen. Da stand tolle Vorlage etc. 9,6, ja. Und ich schätze, damit habe ich auch die Vorlage, beziehungsweise die Vorlage. Genau. Mit dieser Vorlage habe ich die Anweisung vom Chef erfüllt. Und Trainer. Fairer Einsatz hier. Bitteschön. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit stehen wir jetzt noch. Ja, 3-0, ne? Ist ja demütigend genug hier. Oder ich habe heute einen guten Tag. Das kann natürlich auch sein. Gestern jetzt tätowiert. Schwache Aktion, Ballverlust. Lauf einfach. Lauf. Oh. Das war's in diesem Spiel im Viertelfinale der UEFA Champions League. Crazy heute shit. Bei Danny Williams und seinen Kollegen. Sie stehen im Halbfinale. Sie haben die Bayern aus dem Wettbewerb geworfen. Und das muss man ja. Eine Riesenleistung. Auch heute wieder ein sehr, sehr guter Auftritt. Und in dieser Form ist noch eine Menge drin in diesem Wettbewerb. Da muss unsere Leistung. 7,7 zu 9,6. Ein Tor, eine Vorlage. Ach, Gottes Willen. Wir haben auf jeden Fall alles erfüllt, was unser Trainer uns gesagt hat. So, und das sogar richtig gut, möchte ich mal behaupten. Spielende, Menü gegen FC Bayern 0:3. Wir haben also Hinspiel und Rückspiel in dieser Folge abgehandelt. Und das war auf jeden Fall erstmal ein gutes Ergebnis. Ne? Ich möchte jetzt auf jeden Fall erstmal weiterspielen. Und zwar bin ich mir sicher, dass wir den Spieler wechseln. Und zwar Kim Hunter in der nächsten Folge dann. Falls es nicht jetzt noch dazu kommt, dass wir noch ein Video um die Ohren geballert kriegen. Könnte natürlich auch sein. Wir gehen erstmal weiter. Nein. Natürlich nicht. Schade. Es ist sehr interessant. Aber ich spiele mit Alex weiter. Na dann, Freunde, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann in der nächsten Folge mit dem hier, Alex Hunter. Bis dann, Tschüssikowski.